Guten Morgen, Deutschland. Ja, zum Start der Woche gibt es wunderbare Nachrichten. In dieser Woche könnte es in Thüringen zum ersten Mal im Landtag so richtig zur Sache gehen. Denn man munkelt, es wird eine konstituierende Sitzung geben des Landtages. Und Gerüchte halten sich im Umlauf, dass man möglicherweise Björn Höcke zum Ministerpräsidenten vorschlagen wird. Und das dann in der etablierten Altparteienpolitik, also den Traditionsparteien oder soll ich sagen Kartellparteien oder der Einheitspartei der neuen SED, also CDU, SPD, Linke, Grüne sind ja nicht mehr drin, ne? Genau, ne? Die FDP ist auch nicht mehr drin, BSW, genau. Also dass all diese Parteien dann ein großes Problemchen hätten, weil sie müssten einen Gegenkandidaten aufstellen. Ich bin sehr gespannt, ob das diese Woche tatsächlich passieren wird am Mittwoch. Möglicherweise könnte das nochmal richtig rumsen hier in Deutschland diese Woche, liebe Leute. Spannend war auch der Auftritt von Sarah Wagenknecht gestern bei Karin Mioska. Ihr wisst ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk tut wirklich alles, ja, damit die Dame auch schön weiter über die Flimmerkiste huscht. Ja. Aber sie hat sich sogar beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gestern ein bisschen entlarvt. Also liebe Sarah, wie kann es denn sein, dass du gar nicht mal die Tafel besuchst? Ja, also das geht ja mal gar nicht. Ich meine, abgesehen davon, dass sie die Opposition verraten hat, versucht man jetzt auch dem BSW noch schnell noch das eine oder andere Prozent hier wieder zurück zu den Grünen und den Linken zu schieben. Also die Krähen hacken sich, auf Deutsch gesagt, mittlerweile die Augen selber aus. Ich finde, das ist ein spannendes Spiel, was wir da gerade erleben. Und jeder ist sich doch schließlich selbst immer noch am nächsten bei den Altparteien. Und deswegen wird es am Mittwoch möglicherweise in Thüringen sehr, sehr spannend. Spannend wurde es gestern auch bei mir auf der Live-Veranstaltung in Brandenburg, als ich zu Gast war und dort eigentlich auch vorhatte, Dr. Christoph Berndt von der AfD zu interviewen. Ich kann euch beruhigen, das Interview hat tatsächlich noch stattgefunden, denn zuerst war er nicht da, er musste nämlich in die Elefantenrunde. Und viele von euch haben heute Morgen die Meldungen ganz reißerisch gesehen, in ganz Deutschland, in der Bild, auf NTV, überall stand, AfD-Mann verlässt die Bühne, beleidigt. Na, der Herr Berndt war überhaupt nicht beleidigt. Und das wird er euch selber sagen, denn ab heute Nachmittag, 14, 15 Uhr, werde ich das Interview, was ich dann gestern Abend noch mit ihm geführt habe, denn er ist anschließend nach diesem unrühmlichen, laut öffentlich-rechtlichen Rundfunk, unrühmlichen Abgang noch nach Nauen gekommen, hat uns dort besucht, hat eine tolle Rede gehalten und hatte anschließend noch ein bisschen Zeit für ein kleines Interview. Ihr werdet es erfahren heute Nachmittag auf meinem Kanal hier, denn dann werde ich das Interview veröffentlichen. Und dann wisst ihr, warum der öffentlich-rechtliche Rundfunk heute Morgen natürlich gegen den Spitzenkandidaten der AfD Brandenburg richtig Musik macht. Liebe Leute, was aber noch viel interessanter ist, das sind die gefallenen Engel aus der Hölle. Kennt ihr diesen Spruch noch? Wisst ihr noch, wer das damals gesagt hat? Genau, das ist der Mann, der sich nicht erinnern kann, beziehungsweise der Mann, der möglicherweise nächstes Jahr auch noch Bundeskanzler sein möchte. Er glaubt tatsächlich, dass die SPD nächstes Jahr noch stärkste Kraft wird und er wieder den Bundeskanzler stellen wird. Himself, Olaf Scholz, hat gestern mal wieder ein zauberhaftes Fernsehinterview gegeben. Ich gehe auch stark davon aus, dass er sich heute Morgen nicht mehr daran erinnern kann. Aber Fakt ist, er hat gestern sich selbst, ad absurdum geführt, liebe Leute. Denn wir erinnern uns an folgende kleine Rede. Der Ausschnitt, bitteschön. Und die, die hier mit Friedenstauben rumlaufen, sind deshalb vielleicht gefallene Engel, die aus der Hölle kommen, weil sie letztendlich einem Kriegstreiber das Wort reden. Und gestern stellt er sich dann beim Sommerinterview hin und erzählt erstaunlicherweise, dass man doch jetzt bitte langsam mal Friedensgespräche führen müsste und das müsste mit Russland geschehen. Also ist jetzt Olaf Scholz auch ein gefallener Engel aus der Hölle, nur ein bisschen später, nachdem Hunderte von Milliarden weltweit in einen sinnlosen Krieg gesteckt wurden, was man ihm ja überhaupt nicht gesagt hat in den letzten zwei Jahren, weil die Leute, die es ihm gesagt haben, das waren ja die Putin-Trolle, das waren die Putin-Versteher. Und jetzt, Herr Scholz, was sind Sie denn jetzt nun seit gestern? Sind Sie auch ein Putin-Versteher? Sind Sie auch ein Putin-Troll? Sind Sie möglicherweise sogar ein gefallener Engel aus der Hölle? Ich glaube, das ist jetzt der Moment, in dem man auch darüber diskutieren muss, wie wir aus dieser Kriegssituation
doch zügiger zu einem Frieden kommen, als das gegenwärtig den Eindruck macht. Das heißt, es gibt Friedensgespräche? Es ist wichtig, dass wir da vorankommen. Nochmal eine Friedenskonferenz? Es wird auf alle Fälle eine weitere Friedenskonferenz geben und der Präsident und ich sind einig, dass es auch eine sein muss mit Russland dabei. Ich, liebe Leute, finde das mittlerweile spannend. Spannend ist, wird es wirklich dazu kommen, dass Friedensgespräche stattfinden werden mit Russland? Die Frage ist erstmal, will Russland das überhaupt noch nach dem, was hier alles vorgefallen ist? Die zweite Frage wird sein, will die Ukraine das wirklich? Und die dritte Frage ist, wird Big Brother drüben über dem großen Teich dafür seine Einverständniserklärung geben? I'm here with President Zelensky. I'm such a admirer of what you and your country have done. You're trying to stop the Russians, so we don't have to fight them. They don't want any American troops. They just need the weapons to free their country of a terrible invasion. They're sitting on $1 trillion worth of minerals that could be good to our economy. So I want to keep helping our friends in Ukraine. We can win this. They need our help. Yes, we need, and we have already, the biggest help is the support of American people and support of our friends. Thanks to Lindsey and his colleagues, to congressmen and senators from the United States. Thanks for this support, bipartisan support. Thank you so much. Peace is coming. Yes, soon. Ich lasse mich ehrlich gesagt überraschen. Ich finde es interessant, dass Olaf Scholz sich jetzt so weit aus dem Fenster lehnt. Nun ja, interessant ist es eigentlich auch nicht, weil die SPD ist gerade wortwörtlich im Absturz. Er möchte nächstes Jahr nochmal Bundeskanzler werden. Vielleicht will er sich jetzt ja als gefallener Engel aus der Hölle zum Engel machen und euch da draußen, liebe Bundesbürger, dann nächstes Jahr erzählen, dass er es war, der den Frieden gebracht hat. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird wiederum eine 180-Grad-Drehung machen. Also nicht die Baerbock'sche 360er, sondern die 180-Grad-Wende. Und wird, nachdem sie sich 2022 schon 180 Grad gedreht haben und Lügen als Wahrheiten verkaufen seit 2 Jahren, weil alles vorher muss ja dann zwangsläufig eine Lüge gewesen sein, was wir euch gesagt haben. Möglicherweise werden sie sich jetzt wieder um 180 Grad drehen und werden sagen, genauso wie bei Corona. Ja, also wirklich, das haben wir ja nicht so gemeint. Und ach mal, wir müssen doch vergessen können, ne? Genau. Und es muss doch weitergehen, ne? Weil eines ist doch wichtig, ne? Es muss weitergehen, wie bisher, liebe Leute. Und wenn ihr das alles nicht wollt in Brandenburg, dass es weitergeht wie bisher, dann wisst ihr, was ihr am 22.09. zu tun habt. Nämlich beide Stimmen der einzigen Oppositionspartei in Deutschland gegen diese Kartellpartei. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen schönen Start in die neue Woche. Und wir sehen uns heute Nachmittag vielleicht nochmal, wenn ihr mögt. Dann stelle ich hier das Interview mit dem Spitzenkandidaten der AfD, Dr. Christoph Berndt, auf den Kanal. Schönen Montag euch.